In klobigen Raumanzügen schneiden die Kosmonauten die Außenhülle der Sojus-Kapsel großflächig auf, um ein winziges Leck zu untersuchen und zu flicken. 2 Millimeter ist es klein, aber gefährlich, so die russische Raumfahrtbehörde. Heile zur Erde zurückbringen soll diese Kapsel auch den derzeitigen Chef der ISS, Alexander Gerst. Nächste Woche ist seine Mission beendet. Pünktlich zu Weihnachten ist er wieder bei seiner Familie. Das jüngste Foto von Astro Alex, glasklar, das Bild aus der Kapsel getwittert aus 400 Kilometern Höhe. Abgehoben der Job, ein bodenständiger Mann. Gerst guckt WM-Spiele, schaltet zur Kanzlerin oder in ein Kraftwerkkonzert, verkleidet sich zu Halloween oder scherzt mit einem kleinen Roboter namens Simon. Er wirft mir vor, ich sei nicht nett zu ihm. Ich bin nett, sagt Gerst. Du solltest mich mal kennenlernen, wenn ich nicht nett bin. Nicht immer schön waren die häufig auftretenden Pannen auf der ISS. Erst der Druckabfall im Sommer durch das Leck, dann ein missglückter Raketenstart, bei dem die 2 Raumfahrer glücklicherweise unverletzt blieben. Turbulente Monate auch für Gerst. Er ist der Europäer, der die längste Zeit im Weltraum verbrachte. Der uns unvergessliche Aufnahmen zur Erde schickte und uns die unendlichen Weiten des Welt als ein Stück näher gebracht hat. All das so hinzukriegen, das ist schon verdammt schwierig. Und man muss dazu sagen, wir haben eine Menge dabei gelernt. Und dieses Wissen, das wird uns helfen, dann zum Mond zu fliegen, dort es genauso gut zu machen und dann so, ich schätze mal, in 20 Jahren dann auch zum Mars. Eine Mondumrundung könnte sich Astro Alex noch gut vorstellen. Doch das ist Zukunftsmusik. Jetzt wird die Erde wieder für einige Zeit sein Planet sein. Nicht ohne sich heute Nachmittag noch einmal hochoffiziell in einer Videokonferenz aus dem All zu verabschieden.